Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Trek The Game. Wir haben zuletzt hier den Infizierten zur Strecke gebracht. Er ist aber nicht tot, denn er lebt noch. Ah, Spock, guck mal, ob du was herausfinden kannst. Wäre immer ganz interessant. Na, und was sagt er dir? Ach so. Ein Passwort. Ja dann. Status bewusstlos. Wir mal rein in die gute Stube. This is Surak of Vulcan. We are on the verge of a new dawn for the Vulcan people. The colony we are establishing here is the first step towards restoring what was lost when our homeworld was destroyed. The Elder Spock was wise to suggest the planet as far from the neighboring systems as possible. That distance gives us a measure of protection as our colony grows. But Spock does not know about the Helios device. We need its power to terraform the planet. But I know that Spock would oppose us using such an unproven and dangerous technology. We have been able to keep the existence of Helios a secret from all but a select few. I can only hope it stays that way. Zu spät, Spock weiß mehr als ihr wisst mittlerweile. Okay. Stay down, don't let them see you. Mach ich das halt selber. Tut mir leid. Hier noch irgendwas Interessantes rumliegen? Nein, haben wir nicht. Gehen wir weiter. Zack. Nein. Tut mir leid. Aber wir wollen ja nicht angegriffen werden. Beißen ja schließlich auch nicht. Woher kommen diese ganzen Infizierten bloß? Das ist sehr merkwürdig. Think one of us can get behind that guy and take him out before he notices? Most certainly, our Starfleet training has prepared us for this moment. Dr. McCoy, have you been able to ascertain the nature of the Vulcan's infection? There seems to be high toxin levels. Origins unknown. We'll continue to investigate. Bones? You're breaking up. I can't hear you. We're deep underground. Wir sind also tief unter der Erde. It appears we are now completely on our own. Spock, ich bin in deinem Team. Warum schießt du auf mich? Stop me before I harm you. I have lost all control. You should. I hope you have escaped. Ja, tut mir leid. Great, more friendlies. I cannot stop. Run away. Please, please stop me. So, ich will Verbündete nicht umbringen. Oh, wow, wow. Oh, die mich scheinbar. Zack. Spock, willst du mal schießen? Spock! Ja, du hast mich aber schon gehört. Warum geht das nicht? Do not shoot. I am helpless.
Okay, ich glaube, das ist ein Bug. Spock. Captain, you are injured. Da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen. Schalt den doch erstmal aus. Spock. Mach was draus. Ja, dann bleib halt da stehen. Mir auch egal. The amount of infected we have encountered is alarming. Ich hab keine Lust, nur wegen dem einen Deppen da jetzt zu sterben. Bloß weil man den nicht töten kann. Warum auch immer. So, da ist wieder ein Turbolift. Wuhu. Das Bock. Ich habe ja keinen getötet. Weil der einen, den konnte man ja sowieso nicht töten. So. Ein Waffenauffüller. Das sage ich jetzt einfach mal dazu. Oh, bevor wir gleich nachher irgendwelche unerwarteten Dinge erwischen. Ich glaube, ich nehme mir die vulkanische Kanone damit. Sieht doch ganz nett aus. Der ist nicht mehr so fresh. Ist hier noch irgendwas? Hallo, jemand zu Hause? Nehmen wir mal die Tür. Spock, over here, an access hatch. Hui. The coroner attempting to steal the device. You must hurry. Ach, wir müssen uns beeilen. Warum müssen wir uns eigentlich immer beeilen? Ich habe so ein ganz ungutes Gefühl. Ich will eigentlich gar nicht hoch. Oh mein Gott. Bist du hässlich? Ja, aua. Du hast Mund gehoben. Ich glaube, ich gehe mal in Deckung. Das war knapp. Ich kann dir gerade nicht helfen. Ich habe selber ein Problem. Ah! Nein! Nein! Ich bin doch schon fast tot. Aua. Nein! Oh, Spock, es tut mir leid. Ich konnte doch nichts machen. Er hat auf mir drauf gestanden. Versuchen wir das Ganze nochmal. Wie sagt man so schön, alle guten Dinge sind drei, oder? Ja, wow. Und du bist kein bisschen schöner geworden. Hässliche Gorn. Ja. Zack. Nix daraus klauen. Ja. Übertreib. Spock. Was? Bitte? Help me out! I require assistance to restore my health, sir. Ah.
Ja, komm, nimm dir die Dinger. Komm, sterb. Ja. Okay, alle guten Dinge sind zwei. Boah, ist der hässlich. Was haben wir denn hier überhaupt? Ein Außerirdischen. The same toxin we found in the fallen Vulcans, but they do not appear to be infected. They must be the host. You think? Mal ein bisschen Munition holen. Kann nicht schaden. Und erstmal Gesundheit auf jeden Fall auffüllen. So. Mal gucken, was uns jetzt erwartet. Radiation scan commencing. Please step forward for decontamination. So. Wir strahlen nicht mehr. Captain, the Helios device. He's got the device. We must not let him escape. Ihr legt euch mit dem Falschen an. They have taken the Helios device. Sirach? He does not appear to be answering, Captain. Shit! We gotta get that device back. Tamar, do you know where they went? Difficult to tell, but it... So, erstmal eben hier ein bisschen was upgraden. Hack- und Umgehungsaktionen verwenden. Nee. Schildverstärkung ist, glaube ich... Oh, nicht schlecht. Was haben wir denn hier? Bringt Energiebedarf aller Betäubungsschüsse, oder? Automatisches Feuer. Hm, ich nehme erstmal... Okay, nix. Okay. Es scheint, dass sie es auf die Surface nehmen. Wir werden sie nie fangen. Captain, wenn ich die Kraft zur Turbolift restauriere, kannst du sie interceptieren. Mach es. So, wo müssen wir jetzt hin? Ich habe irgendwas von Turbolift wieder gehört. Power has been restored. You may proceed to the Turbolift. So. Gucken wir doch mal, wo uns der Weg jetzt hinführt. Mit dem Turbolift. Es lädt schon wieder. Oh mein Gott. Wir müssen also jetzt das Helios-Gerät bergen. Okay. Haben wir denn hier? Ach! Ich glaube, genau. Betäubungsgranaten. Schön. Nehmen wir sie doch einfach mal mit. Munition mal eben auffüllen. Ja, wunderbar. So, liebe Leute. Enterprise, come in. Scotty, check off, respond. You will have a difficult time communicating with your crew, Captain. When the Helios device is out of its containment cell, it causes a great deal of interference. Perfect. Looks like it's just you and me, Spock. That seems to be the usual course. Was ist das denn? This looks interesting. Interessant, ja. Brecherwerkzeug. Sieht eher aus wie erbrochen. Ja. Komm. So, erstmal Ruhe da vorne im Karton. Und an dieser Stelle würde ich sagen, machen wir wieder eine kleine Pause und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Gruß, ciao!